Jo, guten Tag, da sind wir wieder mit Age of Wonders Planetfall. Wir sind gerade stehen geblieben bei unserem finalen Strike. Denken wir, wird der letzte Part werden. Entweder verlieren wir oder gewinnen wir. Vielleicht, wenn sehr viele Großkämpfe sind, vielleicht auch zwei Parts. Mal schauen, ich will jetzt nicht zu lang werden, wie die letzte schon mal ein Part. Wir stehen hier mit unseren zwei Armeen, sehr gefährlich, mitten im Gebiet des Kirkus. Er hat ja auch zwei Stacks. Eins hat er weggetrennt, ganz gut, weil er will natürlich das hier wieder voranbringen. Weil da ist seine Doomsday-Weapon. Und diese Doomsday-Weapon bringt ihn halt den Sieg. Ja, und er hat halt einen Stack. Das ist... Wow. Also wirklich, wow. Guckt euch das mal an. Das ist extrem krass. Diese Tormente sind eh schon eine sehr gute Einheit. Das sind 2200er Stacks. Dieses Stack allein könnten uns einfach klatschen. Also wir müssen hier etwas tun. Das ist ganz klar. Hier haben wir noch ein 1800er Stacks. Noch so ein Tormented-Spam. Er hat auf jeden Fall, da muss man einfach auch ganz klar hands down sagen, besser gebaut als ich. Das ist einfach so. Ne, wir wollen kein Piratenversteck zerstören, danke. Er hat das einfach wesentlich besser gemacht. Ich habe halt zu lange mich jetzt doch auf die Wirtschaft ausgeruht, kann man sagen. Er hat uns ja auch noch Kosmik geklaut, das heißt, auch da haben wir ein Problem. Wir haben jetzt für 50 wieder, aber im Endeffekt nicht wirklich viel. Ja, das ist ziemlich ärgerlich. Und führt jetzt erstmal dazu, dass wir ständig Population verlieren, also wir werden hier die ganze unsere Einheit verlieren, unsere Städte schrumpfen, das heißt, sie werden auch noch schlechter durch seine Vergiftung da. Wir können das auch nicht abstellen, meine ich, aber da bin ich jetzt auch überhaupt nicht sicher, ob das geht. Wir können natürlich jetzt auch bald unsere, in 8 Runden erst, unsere Fähigkeit, plus die Dimensionskaskade. Aber trotzdem krass, dass er halt das schon so schnell gemacht hat. Ist schon nicht schlecht, aber merkt man auch wieder im Mod. Ich glaube, das wäre mit der KI in der letzten Runde nicht möglich gewesen. Ah ja, wir haben noch diese komische Pusel da. Da hat man den Kampf letztes Mal noch. So gerade, wir hatten jetzt zwei von unseren... Kann man noch hier rausholen, ne? Ach. Zwei von unseren Doomsday-Weapon. Hier hatten wir eine. Da ist eine, genau. Und da ist eine. Wir wollten nur noch irgendwo eine bauen, ne? Ja, eigentlich müssten wir noch eine bauen. Ach ja, wir haben auch kein Kosmik gehabt. Das war das Problem. Stimmt. Ja, das war einfach die Sache. Können wir hier noch einen bauen? Nee. Da müssen wir eine von diesen Städten hier nehmen. Aber da brauche ich halt jetzt die Einheiten. Das geht nicht anders. Ich könnte es aber jetzt bauen zumindest. Aber ich glaube, bis das hier fertig ist, sind 100 Runden vergangen. Dann werden wir den Kirko auch gekillt haben. Das bringt uns also auch leider nicht viel. Ja, deswegen müssen wir jetzt wahrscheinlich den sauren Apfel beißen und ihn einfach angreifen. Ich gucke gerade nochmal, Weltuntergangszerstörung, ja, hier bauen drei Türme, wir müssen drei Stück haben. Boah, wie schnell die gebaut hat, ey, richtig effektiv. Können hier von mir aus nochmal reinbauen. 13 Runden ist natürlich... ist hart, muss man einfach sagen. Geld haben wir auf keinen Fall, um das zu beschleunigen. Ja, okay, also Truppen sind sehr ausgedünnt, weil ich sehr viele Autokämpfe gemacht habe. Ja, das Gebiet gehört zwar gerade uns, aber er kann natürlich jederzeit mit irgendwelchen unsichtbaren Einheiten drüber trotten. Wegnehmen. Hier unten haben wir auch fast alles verloren wegen dem Kampf hier. Weil das ja doch eine größere Armee war. Gut, ist aber nicht schlecht. Ein Stack weg, ne? Wir haben unseres behalten können. Wir pumpen jetzt hier Elektrifizierer raus, weil wir einfach kein Geld haben, irgendwas anderes zu tun. Und die sind dann nur Rekrut-Experte hier in der Hauptstadt. Oh, das ist natürlich echt bitter. Das ist wirklich bitter. Wenn man da immer noch dazu, dass wir mehr Ränge haben. Oh, hier könnte man plus Kosmit bauen, das ist auch nicht schlecht. Aber kostet es auch wieder Fröhlichkeit, Happiness. Müssten wir eigentlich haben, ne? Ja. Da müssen wir halt erstmal die Einheiten pumpen. Wir brauchen jetzt unbedingt Nachschub. Dringend. Uff, oje, oje, oje. Das ist echt nicht ohne. Na klar, Kosmitzelter brauche ich mir auch noch, aber bis dahin kommen wir, glaube ich, gar nicht mehr. So, egal, wir müssen jetzt hier diesen Kampf kämpfen gegen diese lächerlich riesige Armee, die auch komischerweise als mit Veteranenstatus drei Mods bauen kann, hat wahrscheinlich auch ein Mod leider den Bugtest nicht überstanden. Den müssen wir jetzt zerstören, damit wir die einfach alleine bekämpfen können. Oh, das wird nicht ohne. Tormented sind, soweit ich es noch weiß, sehr, sehr, also wirklich nicht schwach. Wir haben diesen AOE-Zauber, psionisch, heißt alle Rüstungen gehen, da kann man noch so viel Rüstung haben. Die haben halt diesen konzentrierten Hass, der auch noch gebrochenen Verstand und sowas gibt. Das ist nicht ohne. Wir haben einen Nahkämpfer, aber wenn es nicht das Problem wäre. 3 Punkte, kannst du noch was nehmen? Ah ja, hier könnte man noch was nehmen. Ja, Devastating Charge ist nicht schlecht. Unermüdlich. Ja, ist nicht so wichtig. Armor Integration. Ja, das ist schwach. Ja, nehmen wir mal Devastating Charge. Vielleicht können wir das irgendwie nutzen. Und da müssen wir ran, da. Boah, das wird hart.
Komm schon, tu mir einmal den Gefallen und einfach komm. Einfach keine einzelne Einheit von dir, bitte. Ach, danke schön. Oh, das Spiel ist nochmal gnädig gewesen. Können wir eigentlich nach hier oben rennen. Aber... ja, nee. Die eine kommt nicht an da, leider. Das ist das Problem. Warum will ich das vielleicht doch nicht zerstören, damit wir hier so eine Miliz haben? Aber sieht so aus, wie wir wirklich eine Miliz hätten. Jetzt bräuchten wir so eine Heilung oder sowas. Aber wir haben natürlich auch wieder kein Geld, natürlich. Und wir werden auch kein Geld. Also wir haben 260 zwar jetzt gerade, aber das geht recht schnell zurück. Und er wird uns auch immer wieder ausrauben, wahrscheinlich. Wir haben unsere zwei neuen. Kommen direkt mal nach hier unten. Müssen dann mit denen hochzirkeln. Hauptstadt ist hier. Also ist natürlich eigentlich blöd, wenn ich mich jetzt weiter nach oben bewege. Aber dann haben wir die nicht mehr im Rücken. Obwohl es mir eigentlich auch egal ist. Ich muss nur den Haupttypen finden. Auslöschen. Und dann ist gut. Und jetzt gucken wir mal, was er macht. Spannung, Spannung und... oh, nix. Okay, kein Angriff. Das ist sehr gut. Die mich hassen, ist mir egal. Wir sind sehr böse. Das ist cool. Wir mögen doch böse zu sein. Das mögen wir doch alle. Ja, die haben gar keine Level. Das sind die Hachten, ne? Oh. Da müssen wir einmal die hier wenigstens vorschalten, damit wir wenigstens ein bisschen Level haben. Und, können wir noch was kriegen? Ich glaube hierdurch, oder? Ne, ich dachte, man könnte da auch mal Level dazu kriegen. Nö, das ist hart. Aber haben wir nicht hier die Sachen, die uns auch ein Level dazu geben? Ja. Ne, Light Unit. Ach, Moment mal, Elektrifizierer ist ein Light Unit. Warum geht er nicht Level hoch? Okay, das ist scheinbar auch buggy. Oh Mann, okay. Das ist sehr blöd, wenn die, er ist Veteran, alles gut, okay. Ich dachte gerade, hätte ich mich veräppelt. Er kann hier die Bots haben, okay. Warum werden die zweimal angezeigt? Was ist das? Ja, okay, er kann die haben. Ja, alles gut. Okay, aber da sind wieder, dass die doppelt angezeigt werden, ist auch wieder sehr merkwürdig. Schon ein bisschen komisch. Ja, okay, produzieren wir die Dinger, genau. Ja, du kannst versuchen, das noch zu bauen, aber das wird wahrscheinlich nichts werden. Ja, Geld haben wir jetzt wieder. Jetzt können wir mal gucken, können wir uns irgendwie heilen oder so. Ich glaube, das können die Assembly aber nicht so gut, ne? Ja, Kolonie ist mir egal. Bewegungspunkt von dir wäre ganz cool eigentlich. Schaden. Ne, haben wir nicht. Haben nur, ja, was nichts bringt. Wir können natürlich hier so ein paar Beobachter aufstellen. Auch nicht so schlimm. Ja, wir hatten diese Quest, hat mal gefehlt, ne? Ja, gut. Aber wir haben jetzt zumindest einen Sieg verhindert. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch aufhört tatsächlich mit dem... ah ja, es hört auch auf. Oh, unsere Städte können wieder wachsen. Juhu! Weil wir diese Doomsday-Weapon da zerstört haben. Stimmt, deswegen müssen wir vielleicht nach oben, um die anderen Doomsday-Weapon da zu zerstören. Andererseits ist hier unten die halt auch. Vielleicht wäre es sinnvoller... hier ist wirklich wieder eine schwere Entscheidung. Ob wir jetzt dahin gehen oder dahin gehen. Oh, die sind nicht so kaputt, ne? Wir werden jetzt bestimmt gekillt werden, wenn wir gegen so ein... das Ding ankämpfen. Ich hätte die Zerstörung der Kolonien auch einfach jetzt machen sollen, aber ich hatte echt gedacht, wir kriegen den in Allianz rein, dann wäre dann kein Problem. Ich vielleicht mal 4 von 5 zerstört, da könnte man die auch noch zerstören. Aber ich gehe halt nach unten und greife die Hauptstadt an, ne? Also eine Basis haben wir ja hier, das ist jetzt nicht das Problem. Das müssen wir eigentlich hinkriegen. So, jetzt machen wir erstmal diese blöde Pustel aus dem Weg. Dankeschön. Ja, geht mal. Bindet euch mal zusammen. Wenn ich auch gar keine Mods bisher, auch sehr schlecht. Dann hier hoch. Warum zeigt mir das die ganze Zeit als Mission an? Das ist nicht meine Mission auf jeden Fall. Ja, hier können wir ein bisschen was auf Forschung geben. Brauchen wir das? Ne, eigentlich nicht. Wir nehmen lieber HP oder mehr Damage. Damage, HP. Ich meine, Improved Overwatch. Nee, Agile Overwatch, also agile Überwachung. Immer als voll angesehen, ganz cool. Flankieren auch. Ja, nehmen noch ein bisschen Leben. Dieses Ballwerk ist ganz cool als Gefährt, aber auch ein bisschen Glaskanone wieder. Also als Held jetzt vielleicht nicht ganz so, aber im Normalfall zumindest. Okay, wir können auch hier jetzt endlich bauen, Halleluja. Dann können wir hier mal ein bisschen was Defensive pumpen. Das ist halt nicht leisten, das zu kaufen, was ziemlich ärgerlich ist. Ja, und die Städte, die man halt umsiedelt, die stachen, wie man sieht, hier kaum etwas. Also ein bisschen die Gebiete, die halt dran sind, sind noch da und auch das, was man da reingebaut hat, aber sonst nichts mehr. Ein bisschen ärgerlich. Also hier ist auf jeden Fall besser, weil gut, dann brauche ich das eigentlich... eigentlich brauche ich die Skirmisher-Sache dann nicht mehr. Ich meine, auch ein Rang dazu ist nicht schlecht, ne? Nee, komm, das ist scheißegal, wir brauchen einfach Zeug.
Als sie uns das Cosmic geklaut haben, ist so bitter. Also es ist wirklich, also wirklich gut gespielt von der KI, muss man einfach sagen. Also erstens so da reingeht, also ganz richtig nach seinem Attribut, das muss ich nochmal ganz klar betonen. Hat man selten, dass sie so gut spielen, aber trügerisch perfekt. Er hat uns wirklich da in Sicherheit gewogen, ja, hey, ja, wir sind Kumpels, dann klaut er uns immer Cosmic, immer Geld, war hundertprozentig er hier, musste er bei Cosmic auf jeden Fall sein, da waren die anderen schon ausgelöscht. Hat uns immer schön alles geklaut und so getan, ja, wir sind ja Freunde, ne? Und ja, jetzt hat uns das Messer schön in den Rücken gerammt und uns damit ordentlich über den Haufen geschossen. Oh, warte, ich kann mir hier was... Ah, das hier, Gedankenbarriere ist jetzt voll gut, fällt mir gerade auf. Gut, dass ich mal angeguckt habe, weil wir ja gegen diese ganzen Tormented angekämpft. Die Tormented haben ja psionische Schaden. Das heißt, oh, dieses Geist, das die Einheit, echt? Oh, schade. Das ist natürlich nicht so schön. Aber zwischen unseren Helden könnten wir jetzt dann diese Gedankenbarriere geben. Dann sind wir nämlich resistent gegen psionische Angriff. Das ist ziemlich gut. Das ist nicht schlecht. Und zwei Schilder kann auch nicht schlecht sein. Ja gut, 10 Schaden, 20% Schaden, aber es war eine... Ne, kostenlose Aktion, genau. Das ist gut. Das hier ist schwerer zu treffen, auch ganz cool. Hm. Das müssen wir haben. Wir müssen auf jeden Fall irgendwo diesen Mod noch haben. Das wäre es vielleicht da. Die Geschichte. Das ist natürlich unser gesamtes Cosmic, ey. Steht noch immer hier mit seiner Giganto-Armee. Die können wir aber tatsächlich auch platt machen. Die sind halt nur so verletzt. Ich würde mich so gern heilen. Ich müsste auch mal die Heilwelle, hätte ich eigentlich mal freischalten sollen. Ich glaube, wir bewegen uns hierhin, aber ich weiß nicht, ob ich die Armee da schon schaffe. Boah, eigentlich immer Nachschub. Also ihr merkt natürlich, wie ich jetzt lange überlege, es ist aber ganz klar. Ich muss jetzt gucken, wie wir hier weitergehen. Das ist jetzt kein Selbstläufer. Wir können jetzt nicht einfach sagen, ja komm, push und ab dafür. Wie soll denn die Gebiete behalten? Was soll das hinten verschämt halt? Egal. Ja, was machen wir? Was tun? Ganz nach dem Hearthstone-Emote. Was tun? Ja, müssen wir halt auch irgendwas machen, da bringt ja alles nichts. Aber ich glaube, ich setze mich erstmal hier hin. Es ist halt auch irgendwie lame, ne? Weil der ist halt so kaputt, der wird halt sofort umkippen. Wie viel kriegt der pro Runde dazu? 6. Wow, das ist lächerlich. Gibt es nicht irgendwie Field Medic als Attribut noch? Irgendwie übersehen, also ich das noch gar nicht gesehen. Jeder müsste das eigentlich haben, dass man Field Medic haben kann, also mehr Heil pro Runde. Einfach hier gerade nicht, aber wir können ja Sniper nachher nehmen. Gibt einen Reichweite dazu, das ist schön. Kriegt uns gerade jetzt nichts, aber ist schön. Also wir hätten hier 2880 plus das, also 3000. Ja, wir sind nicht mehr bei 3000. Schwierig. Aber hier nur rumsitzen ist natürlich auch total bescheuert. Ah, guck mal, da kommt er gerade auf uns zu. Soll ich das retryen? Zwei Helden. Wo ist er gerade? Da oben. Okay. Sehr weit weg. Ja, werden wir wahrscheinlich nicht besser hinkriegen. Ich meine, nicht so schlimm, glaube ich, wie jetzt bei den Colonial Guard eben, aber... Vielleicht schaffen wir es noch ein, zwei Sachen zu besiegen. Ach, das ist ja schon wieder so ein Nebengebiet. Geht auch gar nicht so viel gegen die Nebengebiete zu kämpfen, also außer wer weiß wirklich, man kriegt irgendwann tot. Weil, ja, du kannst halt jederzeit zurückerobern. Machen wir hier schon mal den Overcharge, nicht, dass ich wieder den Fehler mache. Ah ja, das ist wieder dieses gleiche, was wir eben schon mal hatten als Garnison. Dann kommt mal her, ach, dieser scheiß Fischen, wenn ich den schon sehe, kriege ich schon verschiedene Probleme. Das ist in 2 Reichweite. Hä, wieso kann ich nicht treffen? Achso, deswegen. Da kann ich unten wieder nur rot, der ist wieder geschützt. Was hat er denn für einen Mord, würde ich mal gerne sehen. Nur die beiden, ja, das müsste doch wohl möglich sein, wenn ich ihn treffe, oder? Ist doch nicht schwerer zu treffen. Verdammte Axt. Ja, Blitzexplosion werfen. Ah, 70%, ey. 90% taumeln. 12, das... Ha. Ha, ha, ha. Ja, da auch außer Reichweite. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, das jetzt einfach nach vorne zu schicken und zu opfern. Wäre schon cool, wenn das so ein bisschen leben würde. Aber es wird natürlich auf jeden Fall unser... Ja, unser Nummer 1 Bait sein, ne? Müsste diskutieren. Anders geht's halt nicht. Wer kann er mit seiner Kotze denn spucken? Achso, okay. Der muss noch auf jeden Fall sich bewegen.
Ja, kann aber sich dann dahin bewegen. Ärgerlich. Egal, machen wir mal. Dicke bleibt erstmal hier. Ich glaube schon. Aber wir haben jetzt aber auch natürlich genug Gold, Dingens. Ihr wisst schon, was ich meine. Dass wir hier mal was regeln können. Können wir den Umschlinger mal herholen. Ja, der ist Nahkämpfer? Na ja, gut, hätte ich den angreifen sollen, ne? Ach, der ist auch Nahkämpfer. Oder? Nee, doch nicht. Was diese konzentrierte Hasse immer auch schon mal gehabt haben, glaube ich. Also den habe ich generell gegen gewisse Einheiten hier. Dann haben wir unsere Bombe, können wir noch schmeißen. Die will ich aber jetzt nachher schmeißen. Haben schon einmal treffen. Ja, danke. Wenigstens einmal taumeln. Das ist doch schön. Ja, und nochmal taumeln. Da sind wir mit dem Ding schon mal etwas entspannter. Ne, ich soll es nicht schießen, ey. Diese Entladung ist halt echt gut, wenn man die hinkriegen würde in der nächsten Runde. Ich weiß ja nicht, ob ich das überhaupt überlebe. Die müsste sich aber jetzt eigentlich mit diesem Entwickler erstmal beschäftigen. Ja, hoffen wir mal, Beste. Die sind ja gut Moral, ey. Au. Eieieiei. Passiert einiges, würde ich sagen. Ey, was ist denn jetzt? Ach so, oh, okay. Wow, ja gut, dann haben wir keine Chance. Tollheit. Alle zufälligen Einheiten angreifen, greifen uns natürlich nur an. Super. Autsch. Okay, die haben es komplett ignoriert. Einengungsfeld. Aha. Sperrt sich und das Ziel in ein Einengungsfeld. Mhm. All seine Fähigkeiten außer Kraft. Sie können sich dabei nicht bewegen. Der Effekt hält so lange an, dass sie befreit oder verschlingt getötet wird. Oder das Taubengerät. Okay. Mhm. Kommen wir mal drauf hier. Ja, sieht nicht gut aus, würde ich sagen. Ne? Also, diese Fähigkeit ist ziemlich krass. Und wir kommen da jetzt auch nicht mehr wirklich irgendwo zu Rande, zu Potte. Wow. Autsch. Ja, bringen wir ein bisschen Taumeln hier rein. Oh Mann, mein Hals. Ja, dich machen wir jetzt auch mal platt. Offenbar. Nee, gehen wir auch nicht hin. Ja, dahin komme ich halt auch nicht. Also, das ist ja unser eigener. Ey, 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 ey. Wir gehen einfach mal da hier hin. Ja, was ich hab machen sollen. Ich habe schon so viel verloren. Autsch. Halleluja, ey. Ja, klar. Okay, wow. Jupp. Ich sag mal, jupp. Okay, das da implodiert irgendwie alles. Machen wir hier noch einmal unseren letzten Strike. Nehmen wir übrigens zwei Einheiten mit und das war's dann. Okay, der könnte vielleicht auch noch sterben, außer die machen mich wieder mit One-Hit. Ja, okay, ja. Diese psionischen Attacken sind einfach nur Hardcore. Ja, jetzt haben wir schon wieder Pustel da raus. Der ist wieder irgendwo gekommen. Wo ist das? Ah, das ist aber der Chef ist dabei. Wo sind die da? Da, okay. Aber der hat natürlich wesentlich mehr als wir da. Oh, guck mal, da hat er uns ja auch gefunden. Aber wir können hier angreifen, dann können wir die beiden auslöschen. Das ist cool. Oh, das doch mal kurz. Das sollte auf jeden Fall möglich sein, auch wenn wir noch mal verletzt sind. Das sollte sogar ohne Probleme möglich sein. Sehr gut, dann haben wir das schon mal wieder weg. Stufe aufgestiegen. Ja, modulare Erweiterung. Ich hätte halt gern so ein bisschen Heilung tatsächlich, aber das gibt es irgendwie nicht. Bisschen ärgerlich. Ja gut, dann nehmen wir einfach Modulerweiterung und geben hier die Gedankenbarriere gegen diese ganzen Seuchenviecher. Oh, Kosmid als Belohnung sozusagen. Gut, wir gehen hier hin mit unseren Kameraden. Und hier, dann haben wir schon mal ein Stack. Müssen die natürlich auch irgendwie upgraden. Nur wie sollen wir uns das leisten? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall Gedankenbarriere und auf jeden Fall dieses Ausbeutersystem. Wird man das schon mal als Vorlage haben. Sag ich mal die Vorlage nochmal. Editieren. Hat er jetzt das gerade hinter uns wieder weggenommen? Wie hat er das gemacht? Ah, oh, diese Unsichtbarkeit. Ne? Und ich Idiot habe natürlich jetzt keinerlei Mod hier zu sehen, wo die sind. Die sehr intelligent ist. Irgendjemand bittet mal dieses. Hier, mal das Okular. Einfach mal kurz. Was haben wir da drin? Achso, ach, der ist hier runtergegangen. Okay. 1600. 1670. Es geht eigentlich, ne? Kann ich das mit dem hier besiegen? Hätte ich Kosmid, würde ich sagen, ja. Ah, oh, diese... Ja, Infektion, ey. Hat er jetzt schon wieder ein drittes gebaut? Kann das sein?
Bin irgendwie zu blöd, auf diese Karte zu kommen. Ich weiß nicht, wie ich das, wieso ich das nicht mehr schaffe. Ach so, okay. Hat er der dritte wieder gebaut? Nee. Ja, ist echt. Ja, nee, ich will jetzt bitte raus da. So, hier, wie komme ich da wieder raus? Einfach reinscrollen wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, okay, hier haben wir schon mal so ein bisschen Verteidigung. Und wo wurden wir noch angegriffen? Hier irgendwo, ne? Ah ja, das da. Die Rubinkette. Bei der Rubinkette. Weiß nicht, ob die Beobachter müssten es auch, die sich geben auf unsichtbare Einheiten. Nee, doch nicht. Oder die sind schon weitergezogen. Einheit mit niedriger Moral. Ja gut, das können wir jetzt nichts mehr machen. Kann ich das besiegen mit dieser Einheitenkombination? Ich glaube nicht. Nee, vor allem nicht mit den Torment dabei. Das ist ja wie witzlos. Das heißt, wir müssten auf die warten. Aber bis dahin ist er ja schon wieder, weiß ich wohin. Verschwunden. Er hat jetzt die Chance, aber den Helden, ich weiß nicht, wie stark der ist, auch diesen blöden, konzentrierten Hass. Dann haben wir mal diese Tormented Veterans. Auch komplett ätzend. Ja, hier haben wir uns jetzt einen ganz guten Sieg errungen, weil die einfach da sich scheinbar falsch gestellt hatten. Vielleicht haben die uns nicht gesehen, sozusagen. Wir konnten deswegen nicht vorgehen. Das sollte uns den Weg hierfür vielleicht freigeben. Wir werden jetzt hier alles verlieren. Das haben wir jetzt verloren. Das Gebiet hat er verloren. Der baut sich gerade an. Hier haben wir jetzt unser, gleich unsere Abwehr fertig. Hier auch. So, also ein bisschen wenigstens verteidigen können. Links die Sachen so ein bisschen zermürben können, sozusagen. Ja. Sieht alles nicht so gut aus. Jetzt brauchen wir zwei Runden für jede Einheit hier, weil wir das Gebiet verloren haben. Ärgerlich. Da brauchen wir auch zwei Runden, weil wir auch diese anerkennend jetzt nur haben, nicht mehr vorher, weil es überwältigend wird heißt oder begeistert, keine Ahnung. Schwierige Entscheidung. Also ich muss hier zurückgehen, das werde ich leider nicht schaffen, das glaube ich nicht. Also du bist einfach nur wegen den zwei Tormentoren hier schon. Einfach zu krass. Also man hat gesehen, wie viel Schaden diese psionischen Attacken machen. Dann haben wir diesen Fisch noch dabei, auch psionisch mal. Also die sind alle voll auf psionisch. Das heißt, wir bräuchten eigentlich so viel Kosmid, um das in irgendeiner Weise wieder herzurichten. Die müssen wir eigentlich umbringen. Wäre schon ganz wichtig. Aber auch wieder das Problem, dass wieder alle nicht geheilt sind. Ne? Und wir haben nichts zu heilen. Also ich bin komplett feuert. Ich will auch Dimensionsriss schon mal machen. Das ist nämlich dieser Doomsday, die Doomsday-Geschichte. Können wir auch machen. Vielleicht schaffen wir damit ein bisschen Druck aufzubauen. Kostet zwar wieder ordentlich Geld, aber bin ich schlecht. Dann müssen wir da oben wohl kämpfen. Vielleicht, also man merkt, man ist wirklich, also bei Gage Wonders ist es immer so, das sieht halt erstmal so haben, so, ja, macht doch einfach. Aber wenn man einmal das verkackt, dann ist die ganze Armee weg. Muss ich wirklich gut überlegen, was man tut. Also die müssten wir ja besiegen können. Nur das Problem ist halt, dass sind wir auch wieder über 2000. Und wieder diese ganzen Psycho-Attacken, die wieder ordentlich Damage machen. Haben selber auch die Gedankenbarriere. Haben wir eigentlich gute Helden, ne? Das sollte dadurch sein, aber die sind dadurch möglich sein. Aber die sind halt auch schon wieder verletzt, ne? Muss man auch mal dran denken. Da hinzugehen und die Tausender Miliz anzugreifen, bringt halt auch nichts. Wir müssen das jetzt vernichten. Ja, muss sein. Bringt halt nichts. Das bringt alles nichts. Oh ja, das ist knapp. Das ist tatsächlich sehr knapp. Wir haben noch 4 Punkte. Oh, okay, wow. Das hätte ich nicht gedacht. Boah, guckt euch mal die Schadenswerte an. Aber wir können ja mal die Items aufsammeln. Vielleicht können wir die verkaufen. Bloodhex Enchantment. Okay, das ist 4. Gibt's Life Siphon und Rage Inducer. Lebenssauger. Angriff auf nicht geheilte heilen diese Einheit um 10 AP. Oh, das ist ziemlich cool. Mordsding. Okay. Minengranate, Taumen, gewaltiger Einschlag, ganz gut. Und ja, Hautpflaster. Nehmen wir mit, glaube ich. Auch wenn das Geld natürlich knapp ist. Horror. Auch noch eine krasse Einheit. Krasse Waffe. Nehmen wir auch mit. Ihr stellt euch schön nebeneinander, bitte. Du hast ein neues Level. Wir können Sniper nehmen. Wir können nicht die Heilung irgendwie beschleunigen. Ich glaube, da muss ich wahrscheinlich mal auf Defensivtaktik. Ich gehe mal gucken. Ich guck mal. Ja, tatsächlich. Ach, Idiot. Ja, da hätte ich das nehmen müssen. Das müssen wir jetzt mal leider nehmen, auch wenn ich... Ja, nehmen wir Sniper. Wir müssen dann nächste Runde an die anderen beiden Sachen nehmen können. Mehr Reichweite ist schon sehr mächtig. Ja, Blick des Ausmerzers. Horror. Horror 20 Schaden.
Achso, und einen weiteren zufälligen Feintriff ist auch cool. Wir haben aber einmal, mehrmals sogar schon Arc-Schaden gemacht. Bei ihm auch, oder? Ja, einmal auf jeden Fall. Ja, sie ist Nahkämpferin. Also bei ihr könnten wir es höchstens machen. Plasma kann man eh nicht verbessern, also nicht verändern. Dann können wir hier einmal diesen Horror nehmen. Das ist ganz cool. Macht, glaube ich, mehr. Ja, genauso viel Schaden, aber kann halt rüberspringen, was ziemlich gut ist. Jo, nehmen wir so mit. Kannst du Horror tragen. Ja, haben wir ja schon aufgewehrt, danke. Ja gut, wir müssen jetzt hier einfach warten. Müssen einfach nach da bewegen, auf die Straße. Auf die Straße. Ja, also Boss ist hier unten, das ist schon mal eine wichtige Information. Wir brauchen halt einfach Kosmid, ne? Das war so klar, dass es darauf hinausläuft. Ich meine, wir müssen ja wirklich nochmal überlegen. Wir haben eine 200er und plus Spende bekommen, in Anführungszeichen. Dadurch, dass wir dieses eine sinnlose Gebiet hier abgegeben haben, haben wir so 200, fast 300, glaube ich, Kosmid bekommen. Wir sind jetzt schon wieder komplett raus. Ich habe jetzt bin ja nicht wirtschaftlich damit umgegangen, kann man sagen, aber wir müssen halt auch pumpen, wie sonst was. Das ist gar nicht so einfach. Okay, gucken wir mal, und? Nichts passiert, okay, gut. Wir können hier, Ach so, das ist nur für eine Kolonie, ich bin auch ein Idiot. Volkschance zu gering, ist auch super. Cool. Danke. Das Ziel ungültig, Ziel nicht sichtbar. Ja, okay, dann habe ich das einfach umsonst gemacht. Ich dachte, das wäre jetzt diese Doomsday-Sache gewesen für die ganze Welt. Ich war schon verwundert, aber das kommt erst in drei Runden dann, ne? Ach, schade. Gut, haben wir ein bisschen Kosmid? Nee, aber einen können wir schon mal fertig machen. Ah, nee, können wir ja nicht. Wir haben ja nur zwei Mods. Also wir können einen weiteren fertig machen. So, ja. Das ist doch schon mal gut. Dann gehen wir hier hin und bewegen uns wieder da in die zur Kolonie, ne? Und hoffen, dass wir das irgendwie gebacken kriegen. Weil er hat da keine Garnison. Das hat den riesen Vorteil, ne? Keine Garnison heißt, wesentlich leichter einzunehmen. Der kann auch sein, dass er jetzt natürlich zur nächsten rusht, ne, sozusagen. Sich zur nächsten bewegt. Ansonsten, wir können natürlich auch mal seine, hier diese Probensammlung machen. Greifen Zielarmee an und so weiter. Wenn sie fehlgeschlagen, trotzdem 20% der AP, was ziemlich gut sein kann. Gerade bei dem Boss dann. Mal, wenn ich jetzt hier nochmal einen Beobachter aufsetze, wird man da sehen. Ja, wir können tatsächlich die Einheit nicht sehen. Da hat er gehofft, dass der Beobachter die enttarnen kann, aber dem ist wohl nicht so. Okay, hier sind jetzt keine Einheiten mehr. Das ist sehr gut. Also außer die sind noch irgendwie besonders getarnt. Ich sehe nichts. Das heißt, wir würden einmal nehmen. Bitte, genau, danke. Und die Stadt würden wir auch behalten, würde ich sagen. Weil wir das so als zentralen Knotenpunkt haben. Da würden wir eine von diesen Sachen direkt zu einem Relay umbauen. Oder hier das einnehmen und zum Relay aufbauen, weil wir müssen da dringend vorgehen. Und dringend so ein Ankerpunkt, sag ich mal. Ja, Mind Control, Disable, bla bla. Können wir nehmen. Offensive Tactics oder eben noch mehr Range Damage. Ich glaube, wir nehmen mal auf diesen Cerebral, da können wir nämlich vielleicht ein Tormented irgendwann einnehmen, wäre ganz cool. Wenn diese Mind-Control-Geschichte nehmen. Non-Mindless Infantry. Hier, ah, ist nochmal Infantry, okay. Ah, vielleicht so ein Spucker hier, dieser, wie heißt er noch? Die Wilden. Kirko, die Wilden. Können wir vielleicht noch mitnehmen. Aha. Aha, sagt er, ja, schlaf erstmal eine Runde, du bist einfach noch zu wenig, als das nützlich wäre. Dann danach können wir mal ein bisschen was auf Echo Strider gehen. Geld auch. Ach, das ist halt wirklich. Es ist bitter. Ja gut, die eine Armee, die hier dort eingenommen hat oben, die ist anscheinend verschollen. Ich würde natürlich auch versuchen, da einfach reinzugehen, aber. Ja, können wir mal machen, ne? Warum nicht? Probieren, gehen wir studieren. Oh, wir stehen aber hier genau am Gegner. Ah, da kommt er zum nächsten Stadt. Jo, war klar. Will ich versuchen, dann selber noch was zu machen? Entwickelt der auch noch seine Viecher. Okay, er hat schon so eins gekillt. Weiß nicht, ob wir mit der Armee mehr schaffen können. Ich glaube, gegen die Viecher. Vielleicht höchstens Pustel. Naja, komm, das. Ah, da kommt er noch da oben. Okay, auch nur entwickelt, gar nichts getötet. Was ist denn hier? Defgar Xenoplague Trooper. Das ist einer von den Mod-Sachen. Also, die extra Mod-Sachen, sag ich mal. Die Colony Guard hat auch diese Erweiterung, glaube ich, der Adventure-Mod bekommen. Ja, müssen wir mal wieder probieren hier. Da bisher noch nichts geklappt hat, rechne ich jetzt auch nicht mit viel. Wir haben halt, das ist das Problem, diese Anfangseinheiten, die sind halt nicht so gut, ne? Die haben halt nicht so diesen Multishot, so halt irgendwelche krassen Fähigkeiten. Und dadurch ist das natürlich immer sehr schwierig. Also ich dachte, hat er die Stadt auch noch ein?
Spiel wird zum Taumeln bringen, das ist ganz gut. Fast zwar wieder unser gesamtes Geld fast, aber naja. Schütternder Schuss. Erschütterung 28% ist halt irgendwie nicht so cool, ne? 28% generell zu treffen ist auch nicht so cool. Ja, war klar. Okay, man muss es mal versuchen vielleicht oder auch nicht. Du lädst dich auf. Diese blöde Pustel da hinten, da wirst du dich drum kümmern. Du bleibst hier. Bleib alle. Jetzt kommt wieder diese Fähigkeiten natürlich, ist ja klar. Auch nicht auf meinen Arm. Blitzmenschen, Blitzgerätviecher. Alter, also, Blitzreiter, genau, so heißt er. Okay, ich stehe direkt daneben, ich kann es trotzdem nicht treffen. Immer sehr bitter. Es ist tatsächlich sehr, sehr bitter. Ich kann, also selbst wenn ich hier hingehe, würde ich nur den einen treffen. Auch ärgerlich, ne? Wie wenig ich treffen kann. Also die Treffergenauigkeit ist so krass. Er hat keinen Mod und trotzdem kann ich den nicht angreifen, ne? Das ist sehr ärgerlich. 80% wenigstens. Ja, hier ist mit flankieren 37% ist halt. Ja. irgendwie uncool, ne? Bauen wir das Ding mal auf. Ja, danke, wenigstens ein bisschen. Aber nur Streiftreffer natürlich. Das hat auch nicht so viel gebracht. Hm. 30%, ne? Eieieiei. Nehmen wir den mal in Nahkampf wenigstens. Ja, kann er treffen? Stimmt nicht. Können wir nach hier gehen? Oh doch, sehr gut. 23%, super. Ja, ich nehme mal für die höchste, ne? Obwohl das ich eigentlich die anderen eher angreifen will. Wir brauchen jeden Taumel, den wir kriegen können. 25% ist halt so lächerlich. Also das ist echt schmerzhaft. Seuche drauf, war klar. Das war auch klar. Ah. Ah, ich glaube, mehr kriegen wir nicht, ne? Das ist echt erbärmlich so ein bisschen, aber es ist immer, leider sind die auch extrem gebufft. Wir haben ja nur so ein, so eine Verteidigungscrew. Ist nicht so, dass da irgendwie großartig was möglich wäre. Ja, hier komme ich gar nicht mehr raus. Nee. Ach, shit. Also, das ist natürlich auch so typisch KI. Die kann natürlich auch unendlich, hat ja unendliche Ressourcen. Die kann dich ja komplett wegballern. Trifft immer alles und haut dir, ich meine, die hat jetzt 4 Zauber benutzt. Drei. Chemische Aufweichung, dann halt die Bombe und nochmal parasitäre Infektionen. Also es ist schon krass. Ja, der Typ ist jetzt leider wieder weggelaufen. Wir werden keine andere Chance haben, als den irgendwie zu verfolgen. Ich kann mir halt keine Armee leisten, weil ich kein Kosmita habe. Das ist leider unmöglich. Hat das auch eingenommen? Ja. Schwierig, ne? Ja, das gehört wieder uns. Das ist immer ganz schön. Man spawnt halt direkt auch wieder die Garnison, wenn ich das noch richtig verstehe. Nee, noch nicht. Nächste Runde müsste die schon wieder da sein. Also gar nicht so schlecht. Auch gar nicht so schlimm dann. Damit setzen wir ihn auch wieder ein bisschen unter Druck, was auch ganz gut ist. Ja, und wir können uns weiter Richtung Hauptstadt bewegen. Problem ist halt natürlich, sein Typ ist hier. Wir könnten auch erst nach unten gehen und den da angreifen. Ja, ich würde gerne wissen, was in der Stadt so vor sich geht. Übrigens gar nichts an Mods hier auf die. Wir haben halt einfach keine Ressourcen. Oh Gott. Gar keine Ressourcen, ne? Aber das ist auch dieses gezieltes Kosmit-Stehlen, das ist richtig bitter. Okay, da haben wir drei. Noch mehr Tormented natürlich, ne? Da ist es, ja. Noch ein Tormented. Ja, sonst hat er nichts drin. Aber reicht auch manchmal schon, müssen wir dazu sagen. Ja, Geld haben wir auch kaum, ne? Vielleicht müssen wir probieren, mal so ein paar kleinere Mods reinzuholen. Wir haben 3x5er Mods, könnten wir nehmen. Die kosten halt alle 10 bei denen, weil die jetzt ja diese besonderen Einheiten sind.
Das können wir uns da also gar nicht leisten. Hier könnten wir uns, ja, 6 kostet es. Und das andere, die Gravitationsgranate habe ich schon. Die Barriere, ne? Die kostet auch 12. Oh Gott, warum denn das, ey? Dann machen wir hier einmal so eine etwas schwache, schwächere Variante. Ein bisschen defensiv wäre cool. Dann nehmen wir diesen Stunner. 85 Einfluss haben wir noch. Wird man nächste Runde die Schicht hier einnehmen, wenn er uns nicht schon vorher zerstört. Also unsere Stadt hier irgendwo einnimmt. Oh, gut, das hat sich auch nicht gelohnt, da habe ich auch nicht drauf geachtet. So ein Mist, dass wir das hier überhaupt gebaut haben. Hätte man lieber Geld nehmen können oder Einheiten. Probieren wir mal, ob wir diese Kosmit-Sachen noch bauen können. Okay, da können wir wieder. Oh, das ist nicht so schlimm. Ups. Nee, kann ich mir gerade nicht leisten, sorry. Können wir die jetzt einnehmen? Integration? Nämlich 4 zusätzliche Kolonisten, ne? Verstehe ich nicht. Achso, das ist ja, war ja geschrumpft. Achso, jetzt, okay, ja. Gut, dann können wir auch ein paar Einheiten kaufen. Um uns auch nicht damit zu beschäftigen. Hier 4 Einheiten wäre natürlich cool, aber wir können auch ein paar Schmelzer noch nehmen oder einen Schmelzer. Alles, was uns hilft, irgendwo Einheiten zu cachen. Da haben wir noch eine 4er Armee. Schreck mich doch nicht so. Ja, weiterhin wollen wir das umwandeln, danke. Dass ich sein, dass er jetzt wieder kommt, ne? Deswegen gehen wir direkt wieder zurück. Hier ist auf einmal eine 6er Armee wieder gespawnt. Ah, das ist hart. Ja, wir haben ordentlich viel Gegner, die wir hier besiegen müssen, eigentlich. Abwehrgeschütze nehmen wir mit. Mann, das haben wir eine hohe Produktion. Gebiet finde ich ganz gut. Können wir gut gebrauchen, tatsächlich sogar. Danach kannst du für mich auch Elektrifizierer bauen. Oder Echoschreiter. Echoschreiter. Nehmen wir die mal mit. Ja, und jetzt müssen wir hier angreifen. Ich glaube, da will ich erstmal Part beenden. Das ist nämlich schon ein bisschen immer strategische Überlegungen. Und ich zögere ja, wie ihr merkt. Und werde auch tatsächlich dann stiller. Man halt überlegen muss, was muss ich jetzt, was soll ich tun, wie gehe ich vor, wie schaffe ich dieses Spiel noch irgendwie zu gewinnen. Also wir haben es schon mal geschafft, Doomsday Victory zu verhindern, indem wir das Gebiet hier zerstört haben. Der Nummer 2 ist, dass wenn er nochmal irgendwo einen baut, kann er direkt wieder loslegen. Müssen wir direkt das nächste zerstören. Dann werden wir aber leider hier angegriffen vom Stack. Da hat er einen Stack. Hier unten hat er 2 Stacks. Hier hat er einen Stack. Hier oben hatte er 4 Stacks. Also wie viele Stacks hat er insgesamt gehabt? Ich glaube 10 dann oder sowas. Ihr merkt, guckt mal auf unser Gold, also unsere Credits. Wenn wir so viel haben wollten, 10 Stacks, hätten wir gar nicht machen. Also hätten wir keine Chance, das in irgendeiner Weise zu machen. Ging gar nicht. Das kann nur die KI leider. Na egal, gut. Dann danke fürs Zuschauen. Bleibt spannend. Gucken wir, ob wir das überhaupt mal schaffen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.